ist halt, sie bringen ja auch keine Aufträge. Also Rauch oder Feuer heißt für die Bienen Waldbrand, sprich Lebensgefahr, da müssen sie wegziehen. Und aber bevor sie losfliegen, müssen sie sich zuerst mal nochmal den Magen vollschlagen. Und mit vollem Magen können sie ihren Körper schlechter krümmen und dann auch schwerer stechen. Das ist eigentlich nicht das Wichtigste, dass man mal einen Rauch schafft. Das ist mein Werkzeug, das sind zwei Stockmeißel. Das ist, glaube ich, so der normale, den man hat. Ich habe mir den daheim nicht der letzte noch gekauft, den finde ich auch nicht schlecht, weil der nur hier einen Haken hat. Da kann man praktisch so unter die Wabe drunter gehen und hochziehen. Und hier ist der Honighahn. Das ist schwer. Ah. Das sollte nicht sein. Das ist, wenn die Folie zu knapp ist. Das ist eine männliche Biene auf die gefährte Drohne. Also sieht man auch, dass da Brut drin war. Hier sind die Waben dunkler. Nicht so arg. Ist noch relativ leicht. Fange ich erst mit dem Wabenausbau an. Ja, schon mal so. Da sieht, das ist ein Absperrgitter, dass die Königin nicht in den Honigraum kommt und da Brut reinlegt. Das ist der Sinn von diesem Teil. Ich muss bloß geschwind aufpassen, das kann ja nicht sein. Ich lege sie nämlich nicht arg, aber das muss sein. Ich mache die sogenannte Kippkontrolle. Wenn man da
solche Zellen sieht, die nach unten offen sind, die wir uns jetzt mit der Öffnung angucken, dann heißt es, das sind Weißelzellen und man muss den ganzen Kasten durchgucken. Also unten und oben. Ich mag das, dass sie nicht anfangen zu schwärmen. Und dann kann man überhaupt keinen Honig mehr erwarten. Und deswegen mache ich das jetzt einmal weg. Man muss die Farbe halt immer zuerst ein bisschen lösen. Ganz leicht. Da ist fast nichts mehr drin. Und man sieht aber auch eine weiße Zelle und zwar die da hin. Das machen wir wegmachen. Da ist schon Larve. Ja. Die war auch leer. Verdeckelte Brut in der Mitte und außenrum glänzt. Mal mit eintragen. Jo, was hinter dem? Das passt nicht, das hört man auch, die wird nicht lauter. Wenn man die nicht wegmacht, dann hat man einen Schwarm. Und drumherum praktisch dieses Gelee Royal. Das ist so total. Da wohne ich kaum schwer, also da wird es schon was geben nochmal. Meine beiden anderen Wirtschaftsvölker, die ich im Garten habe,
Die haben irgendwie leider keine Königin mehr. Da habe ich jetzt letztes Wochenende praktisch Basilzellen eingemacht. Und die müssen wir aber nochmal rückbringen. Ist ganz leicht. Jetzt Pulle drin. Wieder Stockwerk auf. Für Drohnenbrut und die baut eigentlich schon fast nichts mehr. Die sind eigentlich so richtig beschäftigt. Und das ist der Honig, den lässt man am Volk. Nur der Honig vom Honigbaum holen. Also der ist noch ganz leicht. Der ist fast wie in der Leere. Wieder Nacht bei ihnen. Meine Handschuhe drin, mal schauen. So. Weil die Waben nicht verdeckelt sind, aber ich muss einfach fertig machen. Jetzt klauen wir die quasi. Das wird reichen. Okay. Mal ein bisschen Luft zeigen. Wasser oder irgendwas noch.
einfach kalt los. Das war jetzt mal ganz ruf. Das sind halt richtig schön. Also das weiß ich nicht, wie das Profis machen, aber du. Jo, fort mit. Und das sieht gut aus. Ich wollte so die dünne Knöpfe. Das ist ja schon alles offen. Da ist schon alles drin. Da ist schon alles drin. Okay, ich glaube, da haben wir alles. Kleidung oder sowas gibt es gar nicht. Ist da alles in der Werbung oder so? Damit die Wärme nicht kaputt geht. Zweite Seite, die können wir ein bisschen schon stärker schleudern. Ja, ja.
Seite sieht man, wie es jetzt der Honig, der gegen die Wand schleudert. Die erste Seite nochmal drauf, die wir bloß angeschleudert haben. Ganz leicht. Die dunkle.